Theatersommer Parndorf 2019. Der Verschwender, ein Zaubermärchen. Wir haben mit dem Mittel der Pavlatschen haben wir eben versucht, relativ einfach das darzustellen. Oh, hätte ich's nie gewagt, auf Erz. Das Schöne ist halt, dass sich diese Fee wirklich in einen Menschen verliebt und daraus natürlich letztendlich eine Katastrophe passiert, aber so, dass es ein schönes Ende findet mit diesen beiden. Ich bettle ja bei ihm, damit ihm dann später, wenn er eben dann der Bettler ist, sozusagen neu starten kann mit etwas Geld. Ne? Nimm diesen Beutel hier. Ein großes Herz haben und geben ist seliger denn nehmen. Also insofern finde ich das ganz wunderbar. Welchen Bezug haben Sie zu diesem Flottwelf? Was ist das für ein Typ Ihrer Meinung nach? Er ist eigentlich die Figur, die größte Wandlung innerhalb des Stückes vollzieht. Er startet als, man könnte fast sagen, arroganter, reicher Typ und endet als Bettler. Es liegt vielleicht einerseits auch daran, dass er das ganze Geld bekommen hat und nichts dafür getan hat. Er hat es geerbt quasi von seinem Vater. Warte mal, bis du ihn im Zorn erblickst. Da kann alles kommen. Das ist Verschwendung. Verschwenden kann man so vieles. Also im Moment selber weiß man das ja nicht. Es sei denn, man geht bewusst ins Casino. Das ist Verschwendung, ja. Ich bin ein armer Bürgermeister. Von Verschwendung kann da keine Rede sein. Verschwendung hier oder hin. Die Liebe fragt nicht. Ja, ich fliehe mit ihm. Also ich gebe alles für ihn auf. Und das ist schon die wahre Liebe, glaube ich. Mutig oder wahnsinnig? Ich glaube, ein Mix aus beidem. Die Treue ist eben doch kein leerer Wahn. Ja, weil ich halt für meinen Herrn ins Feuer gehe. Er appelliert an die Erfahrung und die Hoffnung, dass ich ein Mensch bessern kann oder die Einstellung ändern kann. Das ist mein lieber, guter, gnädiger Herr. Ob das dann beim Verschwender, beim Flottwell wirklich der Fall ist, ist ein Fragezeichen, würde ich sagen. Ich habe zu bestimmen. Diese Schlussszene ist eigentlich ein Bild von, dass sich ja auch nicht viel ändert. Es war ein Traum. So sprach sie nicht zu Julius von Flottwell, ihrem einzigen Herrn. Also die Hierarchien bleiben. Ob er jetzt arm ist oder reich, die Hierarchien bleiben. Doch noch etwas bleibt, offensichtlich. Bonjour, madame. Chevalier Dumont ist ein absoluter Naturliebhaber. Ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass ich mich... Frauen gehören auch zur Natur, also er findet die Schönheit in jeder Frau. Ja, zuerst ist er natürlich misstrauisch, was das dieses Mannsbild von ihr will. Und danach kommen doch irgendwelche Jugenderinnerungen. Wenn man einmal recht schön war und man wird noch so alt, es bleibt doch allemal noch ein bisschen was übrig. Ist es nicht wahr? Ich hoff's. Wahr ist auch, dass Arbeit viele Gesichter hat. Das ist wirklich harte Arbeit, sich Geld zu ergaunern, immer ein freundliches Gesicht zu machen, nach oben zu dienen, nach unten zu treten. Das ist permanente Verstellung, schwere Arbeit. Also ich spiele sowas sehr, sehr gerne. Ich muss Ihnen noch 500 Gulden antragen. Es gibt ja sowas in unserer alltäglichen Welt auch hier und da angeblich. Da kommen natürlich schon sehr viele Bilder, wie es dann eben abhält mit Schmieren, geschmiert werden. Ist auch sehr, sehr aktuell in der heutigen Zeit, nicht? Weil Verschwendung ist ja ein Thema über alle Maßen. Ja? Aber das Schicksal hobelt alles gleich. Da streiten sich die Leute herum, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm. Bei dem Satz, da ist der allerärmste Mann den anderen viel zu reich. Da sind mir nur die Flüchtlinge eingefallen, die über das Mittelmeer schwimmen und kaum sind sie bei uns und verdienen einen Euro, sind sie einer zneidig. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt beide gleich. Das Mitgefühl hält sich stark in Grenzen und das ist aber leider in so einer reichen Gesellschaft wie wir sind nicht verständlich. Du! Ja, das wird ein schöner Diskurs werden. Ich habe in meinem Leben sehr viel Zeit verschwendet. Vernünftig mit dem Geld umzugehen, aber auch vernünftig mit der Umwelt umzugehen und überhaupt vernünftig miteinander umzugehen. Je älter ich werde, desto bescheidener werde ich. Umgang auf wesentliche Dinge ist sowieso immer gut. Ich mag Zufriedenheit, mir geht es gut. Es ist zwar ein lustiges Stück, aber es hat schon einen ernsten Hintergrund. Ich wundere mich nur, warum gibt es niemanden, der heute solche Stücke schreibt?
Ich finde, er wird in manchen Dingen ein bisschen unterschätzt, weil er ja auch sehr kritisch ist. Mir gefällt, dass er Witz hat und auch eine unendliche Tiefe. Das ist ein Genie gewesen, der Raimund. Was mich besonders freut, ist also einfach die Ehre, mit wirklich großartigen Kollegen heuer zusammenzuspielen. Wenn das mein Mann erfährt, der erschlägt mich heute aus lauter Freude. Es ist wirklich eine Freude, dass dieses Stammpublikum eben, dass die immer wieder kommen. Also ich bin wirklich schon viele Jahre hier in Barndorf, weil ich ganz einfach das Theater hier sehr gern habe. Der Platz, wo das Ganze stattfindet, die Atmosphäre, es ist überschaubar, es ist nicht so groß, immer wieder ein Erlebnis. Also das ist wirklich hohe Schauspielkunst, was ich da sehe. Also mich begeistert das sehr. Die Maske war auch toll, die Schauspieler selber. Also wirklich Hut ab, war sehr beeindruckend. Die Menschen unterhalten sich gut, der Applaus zeigt, das Stück kommt bei den Menschen gut an und es ist ein wunderschöner Abend. Auch wieder was das Burgenland stark macht. Wir sind klein, aber wir sind gut. Da leg ich meinen Hobel hin und sag, da wird Ade.